Okay. Oh, ich wechsle das Texture Pack jetzt. Das ist mir jetzt gerade zu doof. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Box. Das hier ist die Sky Family. Und ich nehme mal mit einem Fremden auf. Der ist selten dabei, diese Staffel irgendwie. Ja, woran liegt das nur? Weiß nicht. Dass du mit mir nicht aufnehmen willst? Naja, dann wären meine Folgen immer Spoiler von deinen Folgen, dass du immer stirbst. Ja, gut. Okay, gut. Sehe ich ein. Lass uns auf den Server gehen. Gut, bin drauf. Ja. Bei mir dauert das immer so lange. Oh, ich hoffe mal, ich habe die Shader jetzt ausgeschalten. Ja, leck. Oh, ich bin noch da, wo ich vorher war. Schön. Juhu. Oh, und der Baum ist gewachsen, das finde ich gut. Kletter ich hier nämlich gleich mal hoch. Den habe ich schön abgebaut und aufgebaut und abgebaut und aufgebaut und abgebaut und... Ja, kann es sein, dass es Nacht ist? Ja, es ist Nacht. Weil ich bin halt hier gerade unten im Portal oder beim Portal. Achso, wer hat die Betten hier abgebaut? Danger. Betten sind neben dem Lager. Okay. Oh, well, the Danger. Danger Maus. Oh, hier. Cool. Hey, wunderbar. Hier kommt ein Mini-Zombie auf mich zugerannt. Hier kommt ein Mini-Zombie auf mich zugerannt. Ich habe ihn ausgesperrt. Ich könnte ein bisschen an Cortys Haus hängen. Der steht jetzt vor der Tür. Wo ist der Zombie? Ja, wo ist der Zombie? Ich komm doch schon. So, einmal an der Leckpartie vorbei. So, wo ist er denn? Die spawnt. Keine Ahnung. Was? Die spawnt? Irgendwie sowas in der Art, ja. So wie bei Dax der Gast. Welcher Gast? Ach, Gast. Pizza. Ne, Gast. Er ist ein Gast, der Gast. Leg dich ins Bett und halt die Klappe. Ah, ja. Tro, was machst denn du heute Schönes? So, wir haben jetzt noch zwei Folgen Zeit, bei mir jedenfalls zwei, drei Folgen Zeit fürs PvP-Event. Und hier liegen sau viele Setzlinge rum. Okay. Ich sag dir, in meiner letzten Folge habe ich echt so viel versucht, hier irgendwie zu handeln. Ich guck jetzt gerade, ich habe ja eigentlich mit Kev ausgemacht. Creeper. Ich geh mal weg von dem. Und läuft nämlich die hinterher. Wo war denn der? Hinter dir. Bumm. Wo war denn der? Oh, wie cool war das denn? Jetzt fehlt uns hier natürlich Sand. Jo. Ah, Mini-Zombie. Der ist doch schon... Ups. Geh weg von mir. Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Ich hab nicht mal ein Schwert, fällt mir gerade auf. Was ist denn hier los? Das war Dax sein Haus, ne? Wie? Ja, der kam, also der Creeper kam auf jeden Fall von da oben runter. Alter. Ich weiß nicht, ob die auf der Mobfarm vielleicht nicht richtig ausgeleuchtet haben. Und... Warum habe ich das Gefühl, mein zweiter Villager ist gestorben? Oder hast du den irgendwo rumstehen sehen? Den habe ich neben die Mobfarm gefrachtet. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Neben der Mobfarm, genau. Ah, hier hast du ihn eingesperrt. Okay. Ja, weil er da beinahe runtergefallen wäre, logischerweise. Ja, ja, passt. Wunderbar. Ja, weil ich kümmere mich ja um deine Villager, ne? Ja, der kann gut auf sich selber aufpassen. Der ist erwachsen. Okay, wieso kommt das alles oben von Kev runter? Von Dax. Keine Ahnung, kannst du mal gucken, ob da genug Fackeln stehen? Gucke ich das dritte Mal. Ich habe eigentlich Dings gefragt, ob er mir... Ja, er hat es mir gegeben. Super. Er hat es mir in die Kiste gelegt, Kev. Er hat es dir besorgt? Er hat es mir besorgt, ja. Jetzt brauche ich nur Alter, noch 8 Holz. Wieso verschwindet denn hier jetzt das Ganze? Was machst du denn? Hat jetzt echt die Wasserquelle kaputt gemacht? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Das Ding hatte nur eine Wasserquelle? Das reicht ja auch. So, kann ich hier mal einen Hopper machen? Achso, Ja, das Problem ist, dass ich jetzt genau diese Wasserquelle gerade hab versieden lassen. Naja, wir haben noch... Wir machen mit dir eine Wette... Ach nee, der Eimer ist noch da. Toll. Ich hatte eigentlich was anderes vor, ey. Wieso zur Hölle? Jetzt muss ich auch schon wieder Dax sein Haus reparieren. Oh, ich könnte doch kotzen. Wie komme ich zu meinen Projekten, die ich vorhabe? Das ist gut so. Tro, das ist echt gut so. Weil ich habe jetzt nämlich einen Hopper gebaut. Danke, Kev, dafür. Auf jeden Fall für das Eisen. Freue ich mich. Wow. Jetzt muss ich das hier komplett anders bauen, ne?
Das schaffst du schon. Ja, ich muss die Fahne auch nicht jetzt sein. Verkürzen. Ich wollte was zu essen, um was zu essen, was zu essen. Pumpkin Pie! For the win. Der gibt mir doch glatt die Tür ins Gesicht zu. So, habe ich eigentlich alles dabei, was ich hier brauche? Ja, theoretisch schon. Gut. Nein, ich will die Eier nicht aufsammeln. Verdammt. Ja. Du weg. Kann ich Druckplatten auf Kisten platzieren? Was kannst du? Druckplatten auf Kisten platzieren. Ich glaube nicht. Ich werde es gleich sehen. Das Wasser läuft hier sowieso nicht raus. Theoretisch müsste es ja doch gehen, ne? Nee, geht nicht. Ich mach mit dir eine Wette, das wird mir wieder total hier übel genommen, dass hier alles kaputt gegangen ist. Ja, klar. Logisch. Ja, das ist wieder, ne? Wenn es dir nicht übel genommen wird, wenn dann? Naja, man müsste jetzt erstmal fragen, warum zur Hölle spawnt hier ein Creeper? Das kann ich dir leider nicht sagen. Besonders hinter mir. Nein! Jetzt hat der auch noch ein Update gemacht. Verdammt! Das bedeutet, das ein oder andere Ei könnte jetzt hier rausschwimmen. Ich brauche Slabs. Unbedingt. Slabs, gib mir Slabs. Okay, hier werde ich wohl keine finden, aber hier ist eine. Das hier wollte ich. Oh, mach ich's aufs Cobblestone? Hier liegt Cobblestone. Ach, das ist mein Inventar. Klar, dass hier Cobblestone liegt in meinem Inventar. Ich habe schon länger nicht mehr Minecraft gespielt, so wie es aussieht. So. Ein ganzer Block, das ist ein halber Block. Brauch noch. Cobblestone. Ich wollte schön mein Häuschen fertig bauen, aber nein. Tja. So sieht das gut aus, ja. Gleiche dann noch hier. Obwohl, nee, da wollte ich das gar nicht machen, oder? Das ist eine ganze, das ist eine halbe. Ah, Mist, das sollte so nicht sein. Gut, das haben wir. So, jetzt passt das mit dem Wasserflow wieder. Gut, kann ich die Kiste. Ja, ich kann die Kiste sogar noch aufmachen. Perfekt! So, ich habe das Hühnerleck-Problem mal beseitigt. Jetzt muss ich nur den ganzen Weg hier ein bisschen breiter bauen. Ja. Das kannst du gerne noch machen. Weil. Und jetzt kommt ja das, was eigentlich hier wichtig ist. Wenn die Kiste voll ist, sollen die Eier ja nicht hier irgendwie rumschwimmen. Ich meine, das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber wow, guck mal, was da Eier runterregnet. Das ist ja. Mir wäre jetzt fast was rausgerutscht dabei. Eierling, du wollt mich so? Nee. Das kann ich nicht im Let's Play sagen. Ach so. Also. Okay, dann nicht. Ich könnte es theoretisch sagen, aber ich tue es nicht. Ich weiß, Daxo, das wird mich dafür hassen, dass ich jetzt hier vorne so hässliche Dings hingebaut habe. So hässliche Blöcke. Den Zaun machen wir jetzt hier mal weg. Aber es geht leider nicht anders, lieber Dax. Der Zaun war eh hässlich, lieber Dax. So. Bitte? Nein, Dax ging das. Der Zaun war eh hässlich, so. Bin ich ruhig gedisst. Nein, den Zaun habe ja eh ich gebaut hier. Also. Achso. Ich rede ja von der Hühnerfarm, die ich gerade ein bisschen umbaue. Zumindest versuche. Weil auf Dax, aber so schlimm habe ich dich gar nicht erwischt. Hä? So schlimm hat sein Haus gar nicht erwischt. Zwar ein paar kleine Einkerbungen, aber. Mal gucken, der hat doch, glaube ich, noch Schnee da, oder? Ach, bitte lass ihn noch Schnee haben. Da. Ja, Schneeblöcke. Puh. Dax hat immer Schnee da. Ich bin froh, dass deine Fenster nicht erwischt hat, sehe ich gerade. Dann wäre Polen offen gewesen. Ja, die hättest du ja als Admin dann reparieren können oder so. Aber er sagt ja selber, auf das Haus hat er jetzt nicht mehr so die große Lust, deswegen. Ja, trotzdem muss man es nicht kaputt machen. Also ja, es war ja nicht mit Absicht. War ja der Creeper. So ist es, glaube ich, richtig. Ja, so ist es richtig. Cool, jetzt brauche ich nur noch Holz. Holz. Eiche. Haben wir noch irgendwo Eiche? Nein, haben wir natürlich das nicht. Sau doof mit diesem Texture Pack. Kommst du nicht mit klar? Ne, ich habe kein Fadenkreuz.
Kannst du auch anmachen, oder? Ja, ich guck gerade. Unter Video-Settings war das, glaub. Crosshair, Hotbar. Ach so, nein. Keine Ahnung. Also irgendwie... Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Okay. Oh, ich wechsle das Texture Pack jetzt. Das ist mir jetzt gerade zu doof. Never change a running system. Geht auch für Texture Packs, so. Dann. So. Jetzt aber. Lad es! Komm schon! Hä? Jetzt hier anders. Ah, viel besser. Ach, da kam gar kein Holz hin. Das war schon so. Ups. Ich bin der Meinung, das neue Optifine ist für 1.10 noch nicht ganz so optimal. Für 1.11? Doch, finde ich schon. Mhm. Kann mich nicht beschweren. Ich schon ein bisschen. Es ruckelt und hackelt alles noch so. Keine Ahnung, kann ich schlecht beschreiben gerade. Okay, so, jetzt muss ich da oben bei Daxoros mal gucken, was ist da jetzt los? Warum kommen da immer Gegner? Weil sie Lust haben, weil sie es können. Hm, keine Slabs mehr? Mist. Oh, mir fällt gerade auf, ich muss noch was essen. Das hilft auch meistens, ja. Vor allem gegen das Sterben hilft das. Ja. Okay, wir haben noch gut 4 Minuten Zeit. Ja, das ist doch schon mal schöne Sache. Und wir haben gar keine Birken gepflanzt. Ah, da musst du mit Kev reden. Der braucht doch letzte Zeit Birken. Ist eigentlich der Baum auf meinem Haus? Oh, er ist gewachsen. Cool. Wie findest du das eigentlich, was ich da gemacht habe? Copy-Paste, hä? Wieso Copy-Paste? Was hat das mit Copy-Paste zu tun? Ich fange an mit einem Baum in meinem Haus und wer macht es nach? Du weißt schon... Du weißt schon, dass ich den Baum plane, seit ich... Das kannst du bei mir in Folge 2 schon nachgucken. Ja, das kannst du bei mir in Folge 1 schon nachgucken. So. Heul doch. Das kannst du mir noch in der letzten Sky Family nachgucken. So. Bäh. Ja, jetzt kommst du. Ja gut, das ist... Ja, das sehe ich. Ja, danke. Wow. Bin gespannt, wann hier der Erste sterben wird an dem Wasser. An welchem Wasser? Hier, guck mal. Warte, ich kann gerade nicht, ich brauche hier gerade Birkensetzlinge. Oh, es wird schon wieder Nacht. Mist. So, Birke gesetzt. Das ist das Hühnchen, der Villager ist gerade runtergesprungen, okay. So, an welchem Wasser wird wer sterben? Hier bei der Hühnerfarm. Ich bin heute ein bisschen schreckhaft, also... Na? Was ist denn da jetzt passiert? Wie, was soll hier passiert sein? Ja, da ist ein Hopper drunter, ja, okay. Und der Hopper sammelt die Eier so lange auf und packt sie hier in die Kiste, bis die Kiste und der Hopper voll ist. Und ab dann fallen die Eier einfach in den Void. Also ganz im Ernst, das sieht aber richtig scheiße aus. Ich weiß, aber es geht nicht anders. Deswegen mache ich den Weg jetzt schon breiter. Na, so sieht es auch nicht besser aus. Den kann man so nicht reinfallen. Naja. Naja. Bitte? So kann man nicht reinfallen, genau. Ja. Ja, warte mal, dann kann ich den vorderen Zaun vielleicht wegmachen. Ist dann doch schöner. Dann kann man das hier ganz wegmachen, theoretisch. Dann kann man doch wieder reinfallen. Doch. Ja, nein, hier guck. Achso. Warte mal. Ich geh schlafen. Ja, warte, ich komm mit. Meine Folge ist eh schon versaut. Wie versaut? Ich hab nichts geschafft. Oh, armer Droh. Weil hier wieder alles in die Luft gejagt werden musste von mir. Ja. Ja, und du bist halt so ein kleiner Sprengmeister. Ich hätte es ja gefeiert, wenn du gestorben wärst, ne? Hm, ja, hätte ich auch gefeiert. Das hätte mir viel mehr gefallen. Und hätte mich im Kreis geredet und hätte Backe Backe Kuchen geklatscht. Machst du das nicht öfter? Hawks. Ja? Was denn? Ich würde sagen, das können wir in der nächsten Folge diskutieren, oder? Nee, ich habe noch eine Minute. Ja, ich auch, aber trotzdem. Nein, die nütze ich voll aus, um hier noch die 3 Slabs hinzusetzen. Ich meinte das Diskutieren. Ah, okay. Hier, so ist es sicher und schön. Und im Auge des Betrachters. Machen wir das hier noch so. Ich weiß, dass wir noch Zeit haben. Ich habe ja selber einen Timer gestellt.
Der sagt mir noch 30 Sekunden. Ja, genau, siehst du? Aber er wird in 2 Sekunden piepen. So. Siehst du? Er hat gepiept. Ja, deswegen gehe ich jetzt auch vom Server Disconnect. Meine Folge ist irgendwie schon 17 Minuten lang. Keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Hier, die 17 Minuten geschafft hat, keine Ahnung. Bei mir sind sie 15 und ich habe schon vor ihm aufgenommen. Hä? Okay. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Tschüss und ich bin euer Traut rein. Tschüss, tschüss.